Afrika im Blick der Fotografen, das heißt, afrikanische Fotografen präsentieren mit ihren Fotos ihren Kontinent. Eine super spannende Ausstellung hier im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, hier in der Möllerhalle, wo das Weltkulturerbe nicht Kulisse ist, sondern alles verschmilzt zu einem ganz besonderen Kunstwerk und es lohnt sich hier auf jeden Fall vorbeizuschauen. In dieser Ausstellung geht es eigentlich um das Erzählen von Geschichten. Und die Herangehensweise der Fotografen ist sehr unterschiedlich. Zum einen gibt es typische Beispiele für Straßenfotografie. Wir haben sehr aufwendige Studio-Porträtarbeiten in dieser Ausstellung und auch diesen ganz klassischen dokumentarischen Ansatz vertreten. Ich beobachte die afrikanische Fotoszene schon seit einigen Jahren, was natürlich auch sehr stark mit der Urban Art Szene zu tun hat. Und die Auswahl der Künstler beruht natürlich auch auf die spannenden Themen, die hier auch behandelt werden. Da geht es natürlich sehr stark auch um die Popkultur, um die Urban Szene und natürlich auch um das Erbe des Bergbaus, der in Südafrika und anderen Ländern natürlich immer noch eine sehr große Rolle spielt. Es gibt ja viele Diskurse zu dem Thema Afrika und uns war es hier wichtig, insbesondere Fotografen aus Afrika einzuladen, die aus ihrer Region berichten, die aus ihrem Heimatland Geschichten auch erzählen. Es ist eben nicht die westliche Sicht, die hier mal wieder zum Tragen kommt, sondern es sind die Geschichten von den Afrikanern. Und das macht diese Ausstellung aus, dass wir hier verschiedene Positionen versammelt haben.